Wie versprochen zeigen wir euch nun die Fortsetzung des Neuheitenüberblicks rund um das Lohnunternehmen Raiff. In diesem Video präsentieren wir euch weitere Neuzugänge zum Fuhrpark, lüften das Geheimnis um den Neubau und geben erste Einblicke in die Produktion von J-Raiff Fan Classics Volume 4. Viel Spaß! Die große Maschinenhalle am Standort bietet Platz für ca. 50 Traktoren, die Feldhäcksler, Mähdrescher und viele Anbaugeräte. Die festen Mitarbeiter haben in der Regel auch fest zugeordnete Traktoren. Soweit es die Arbeitsplanung erlaubt, bleibt eine Traktor-Geräte-Kombination möglichst lange gekuppelt, um Rüstzeiten zu vermeiden. Nur durchschnittlich dreimal pro Woche muss Mitarbeiter Timo sein Arbeitsgerät umhängen. In diesem Fall schauen wir ihm beim Kuppeln der neuen Quaderballenpresse über die Schultern. Zusätzlich zur Gelenkwelle und der Hydraulik gehört auch die Verbindung der Datenkommunikation zum Kuppelvorgang. Über den ISO-Bus werden die Bedienoberfläche sowie Maschinendaten und Einstellungen auf das Terminal des Traktors geladen. Als nächstes wird die Quaderballenpresse für den Einsatz fit gemacht. An einem langen Einsatztag werden bis zu 7 Rollen Pressgarn a 15 Kilogramm verbraucht und die müssen natürlich nachgelegt werden. Die Big Pack ist eine echte Hochleistungsmaschine. In den größeren Flächenstrukturen, die der Lohnunternehmer bearbeitet, sind pro Stunde bis zu 60 Ballen möglich. Weiter geht es zur Werkstatt. Die Presse ist serienmäßig mit einer Zentralschmierung ausgerüstet, die wichtige Punkte wie die Lager der Raffer oder die Knoter kontinuierlich mit Fett versorgt. Der Vorratsbehälter der Anlage sollte spätestens alle 2 Tage aufgefüllt werden. Auch ein Blick auf das Schneidwerk gehört für Timo zum Check-up der Maschine. Wie eine Schublade werden die Messerkassetten hervorgezogen und sind dann gut zugänglich. Erwähnenswert sei an dieser Stelle noch der Walterscheid Connected Service. Dabei ermittelt ein Sensor die Laufleistung der Gelenkwelle, wodurch die Wartungsintervalle der Zapfwelle konsequent eingehalten werden können. Per App bekommt der Bediener Zugriff auf die Daten. Den Auftrag hat Timo vom Disponenten auf sein Tablet geschickt bekommen. Im Idealfall beinhaltet der Datensatz sowie hier auch die GPS-Daten der anzufahrenden Fläche. So kann direkt mit der Arbeit begonnen werden. Bei Raiff laufen derzeit 5 Quaderballenpressen, darunter 2 der neuesten 5. Generation. Timo ist gelernte Fachkraft Agrarservice und kommt ursprünglich aus Norddeutschland. Beim Lohnunternehmen Raiff ist er mittlerweile seit 4 Jahren beschäftigt und das Strohpressen gehört zu seinen Lieblingsaufgaben. Pascal ist mit der zweiten neuen Big Pack unterwegs. Ein wichtiges Merkmal ist hier der Pre-Shop-Vorbauhäcksler. Damit werden die Strohhalme aufgefasert, was die Saugfähigkeit des Materials verbessert. Im Fokus sind hier für den Lohnunternehmer also Kunden mit einem besonders hohen Anspruch an die Einstreu, aber auch Gemüsebetriebe, die das Stroh zur Bodenbedeckung oder als Nährboden einsetzen. An sich läuft der Vorbauhäcksler super. Nur wenn das Stroh zuvor gewendet wurde, kann der mögliche Eintrag von Steinen ins schwarze Funkenflug führen. Darauf muss der Fahrer Acht geben. Wir bleiben bei der Getreideernte, denn in diesem Bereich wurden zur Ernte 2023 genauso wie zur Ernte 2024 die gewichtigsten Einzelinvestitionen getätigt.
Hier sehen wir den neuen Lexion 5500. 408 PS und ein 10.000 Liter Korntank, das sind wichtige Eckpunkte des neuen Fünfschüttlers. Auch den Hybridmähdrescher Trion hatte man getestet. Die Strohqualität ist in der Kundschaft des Lohnunternehmers jedoch sehr wichtig, weswegen die Wahl auf das Schüttler-Dreschsystem fiel. Mit dem Montana-Hangausgleich hat man den Lexion darüber hinaus auch für den Einsatz in hügeligem Gelände ausgestattet. Aktuell umfasst die Mähdrescherflotte bei Reif 8 Maschinen. Verlassen hat den Fuhrpark der Lexion 600, der in seinen knapp 10 Dienstjahren 2400 Motorstunden gesammelt hat. Zur Ernte 2024 werden nochmal zwei neue Lexion 5500 in Dienst gestellt. Diese sollen auch in der Grassamenernte laufen. Worauf es dabei ankommt, zeigen wir in einem Reif für Wissen Video, das wir euch in der Videobeschreibung verlinkt haben. J-Reif Fendt Classics ist eine einmalige Videoreihe, die als DVD und 4K-Videostream produziert wird. Im Fokus steht die Geschichte der Marke Fendt. Im vergangenen Sommer beschäftigte uns die Verfilmung des Teil 4 und damit die Bauzeit von 1966 bis 1977. In diesen Zeitraum fallen die legendären Farmer 4S oder auch Favorit 6S mit bis zu 150 PS Motorleistung. Ein Großteil der Traktoren stammt aus der Sammlung von Josie Reif. Die Fendt-Traktoren in möglichst authentischen Einsätzen mit passenden Anbaugeräten vorzustellen, macht J-Reif Fendt Classics so besonders. Auch im vierten Teil kommen die Zuschauer wieder voll auf ihre Kosten. Es wurde Gras und Mais gehäckselt, Stroh gepresst, im Wald gearbeitet und. Teil 4 wird im November 2024 auf DVD bzw. Videostream veröffentlicht. Die Bezugsmöglichkeiten der Filmreihe haben wir euch nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Zurück zur modernen Landtechnik. Wie diese aktuellen Filmaufnahmen zeigen, bewegt sich einiges beim Lohnunternehmen. Anfang 2024 wurden insgesamt 20 neue Traktoren angeliefert, die größtenteils Schlepper aus dem Bestand ersetzen. Junge, gebrauchte Traktoren stößt der Lohnunternehmer schon bei ca. 1000 Betriebsstunden ab und vermarktet diese weiter. Ein wichtiger Schlüssel ist hierbei die eigene Werkstatt. Die Kunden schätzen die gut gewarteten Traktoren, die über diesen Weg verglichen mit Neumaschinen deutlich günstiger zu bekommen sind. Alle Infos zum Gebrauchtmaschinenangebot findest du auf der Website von J-Reif. Auch das Baugeschäft wurde mit neuer Technik ausgestattet. Investiert wurde in einen neuen Mobilbagger von CAT. Der M318 hat ein maximales Einsatzgewicht von knapp 20 Tonnen und wird bei ganz unterschiedlichen Bauprojekten eingesetzt. Sehr häufig sind das auch kleinere Baustellen von Privatleuten. Um auf beengtem Raum zurechtzukommen, lässt sich der Löffel um bis zu 40 Grad nach links und rechts drehen. Auch auf der Basis des Lohnunternehmens Reif steht ein größeres Bauprojekt kurz vor dem ersten Spatenstich. Am Haupttor wird das neue Gebäude über 4 Etagen unter anderem das Lager deutlich vergrößern und die Abläufe verbessern. Darüber hinaus entstehen zahlreiche Sozialräume, Büros und Umkleiden, was den Mitarbeitern zugutekommt. Zurück zum Neuheitenüberblick. Fürs Maishäckseln bietet man ab sofort auf Kundenwunsch ein Camper-Maisgebiss samt Stalkbuster-Mulchsystem. Speziell geformte Schlegel zertrümmern die gesamten Stoppel bodennah, bevor die Fahrzeugreifen die Stoppel umknicken. Auch im Bereich der Düngung und Bodenbearbeitung hat sich etwas getan. Für die organische Düngung wurde dieses 19 Kubikmeter Tandemfass von Wienhoff angeschafft. Besonders ist daran das Luftfahrwerk, das Vorteile bei der Ballastierung verspricht und gleichzeitig mehr Fahrkomfort bieten soll. Ebenfalls neu im Fuhrpark sind zwei Dungstreuer von Tebbe.
Die Einachser bietet der Lohnunternehmer auch als Mietgeräte an. Vorteil ist, dass sich mit dem vergleichsweise leichten Streuer schon zeitig im Frühjahr mit der Arbeit beginnen lässt. Durch die stehenden Walzen eignet er sich zudem besonders für die Ausbringung von Mist mit hohem Strohanteil. Zur Golden Hour bekommen wir die beiden neuen Pflüge vor die Kamera. Bei perfektem Licht wird die größte Fläche des Agrarbetriebs reif bearbeitet. Durch den umfangreichen Kartoffelanbau werden pro Jahr 400 bis 500 Hektar gepflügt. Bei der Anschaffung der neuen 5- bzw. 6-Schabpflüge hat man sich für Lemken entschieden. Im Bereich der Kartoffeltechnik wurde zudem zur neuen Saison ein dritter Entsteiner von Grimme bestellt. Gepflanzt wird mit zwei modernen Legemaschinen. Soweit das aktuelle News-Update zu den Neuheiten rund um das Lohnunternehmen Reif. Auch in diesem Jahr werden wir dort wieder fleißig filmen. Wenn ihr stets up-to-date sein wollt, dann folgt dem Lohnunternehmen auf Instagram und Facebook. Oder abonniert einfach unseren Kanal, um keine Neuheiten-Updates mehr zu verpassen.